Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zur Vorstellung von Close Combat The Bloody First. Das Spiel kommt am 3. Oktober 2019 raus und wird über Steam erhältlich sein. Der Publisher ist Slytherin und das bedeutet, wir wissen aktuell noch nicht, was das Spiel kosten wird. Man kann es auch noch nicht vorbestellen. Das ist irgendwie so die Vertriebspolitik von Slytherin, die ich nicht ganz verstehe, aber es ist halt so. Ihr könnt das Spiel, wenn ihr wollt, auch höchstwahrscheinlich, wie immer, günstiger bei meinem Partnershop Gamesplanet kaufen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Shop. Wenn ihr es dort über meinen Link kauft, sage ich A, Dankeschön, weil B, ich eine kleine Provision dafür bekomme, die allerdings nicht von euch bezahlt wird, die ist im Preis schon mit drin, also ihr schon bereits vergünstigsten Preis. Ich weiß momentan nicht, ob es einen Rabattcode geben wird. Ich werde euch so bald wie ich kann darüber informieren, falls es so ist oder nicht. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann gibt es keinen. Es kann auch sein, dass ich in irgendeiner Folge immer mal sage, nö, es gibt keine. Und es kann auch gut sein, dass ich irgendwann mal in einer Folge sage, übrigens, hier ist der Rabattcode. Ich empfehle euch also, wenn ihr euch das Spiel auf jeden Fall holen wollt und es vielleicht auch gar noch ein bisschen günstiger haben wollt, dann schaut auf jeden Fall die Folgen an. So viel dazu. Close Combat The Bloody First ist eine altehrwürdige Spielereihe, die jetzt wieder aufgegriffen wurde von Slytherin. Und es ist eine sehr, sehr krasse Gefechtssimulation für Hardcore-Strategen und Taktiker, wobei ich behaupte, dass man durchaus auch recht gut ins Spiel reinkommen kann. Es geht um Ressourcenmanagement, um das Management der eigenen Soldaten und ihren Leben. Die Soldaten haben alle Eigenschaften, nicht nur die einzelnen Einheiten, nicht nur die einzelnen Platoons, sondern jeder einzelne Soldat hat Eigenschaften, die mehr oder weniger bestimmen, wie effektiv er auf dem Schlachtfeld ist, ob er dumme Ideen in die Tat umsetzt, die ihm vielleicht in dem Augenblick in den Kopf reinschießen, zum Beispiel ohne Befehl vorstürmen und so ein Quatsch, oder vielleicht auch einfach die Flucht zu ergreifen. Die Einheiten agieren nicht immer, vor allem in fortgeführten Gefechten, nicht immer als Einheit. Die Soldaten werden dann schon in gewisser Weise als Individuen dargestellt. Ihr befehligt zwar immer das Platoon oder die verschiedenen Platoons, aber es kann gut sein, dass die Soldaten sich dann irgendwie anders verteilen, weil ihnen bestimmte Positionen einfach dann cleverer vorkommen. So viel dazu. So viel will ich eigentlich gar nicht sagen, außer vielleicht noch, dass das Spiel hauptsächlich auf Englisch zu haben ist. Also ich habe zumindest nicht gesehen, dass es in einer anderen Sprache verfügbar sein wird. Falls sich das ändert, werde ich euch ebenfalls noch darüber informieren. Ihr seht zwar, da oben ist eine deutsche Flagge, aber das Spiel ist komplett in Englisch und laut Steam und auch laut Shop Games Planet ist das Spiel auf Englisch geplant. So, wir haben insgesamt drei verschiedene Kampagnen, wenn ihr wollt. Man kann auch das Ganze als Grand Campaign spielen. Dann beginnen wir halt in Tunesien, das ist die erste. Die zweite ist Sizilien, die dritte ist die Normandie. Das Ganze ist unterteilt hier in verschiedene Operationen, wie ihr seht. Also hier haben wir zum Beispiel in Tunesien haben wir fünf verschiedene Operationen. Drei in Sizilien und drei in der Normandie. Wobei jede Operation dann auch noch unterteilt ist in verschiedene Schlachten. Und die Schlachten sind die, die wir dann schlagen. Wie zum Beispiel First Blood, um was es in dieser Folge gehen wird. Ihr seht, insgesamt gibt es 36 verschiedene Schlachtszenarien neben dem Bootcamp. Das gibt es dann auch noch für das Tutorial. Empfehle ich auf jeden Fall jedem, der das Spiel sich holt, erstmal quasi das Tutorial zu spielen. Es gibt noch eine Custom Battle, machen wir aber nicht. Wir machen jetzt hier die Grand Campaign. Klicken drauf, dann kommt hier ein Speicherstand. Den könnt ihr benamen, wie ihr wollen. Für mich spielt das keine Rolle. Ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung. Rup. Hat das hier nicht mitgenommen. LP Leerzeichen 01. Und damit sind wir drin, haben jetzt hier den Situationsbericht aus Tunesien. Wir sind also jetzt in Algerien, im französischen Marokko im Grunde stationiert mit unserer Truppe. Und die Deutschen, die sehr, sehr erfahrene Soldaten haben, und auch italienische Soldaten sind sehr erfahren, sind quasi dabei, einen Gegenangriff gegen uns durchzuführen. Also sie wollen quasi das, was wir von ihnen weggenommen haben, jetzt wieder zurückerobern. Unsere Soldaten sind richtige Rookies, mit Ausnahme unserer Offiziere. Die haben Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg. Allerdings kann man diese Erfahrung nicht eins zu eins umsetzen, denn der Erste Weltkrieg hatte ganz, ganz andere Regeln als der Zweite. Das heißt, wir haben eigentlich eine weitgehend unerfahrene Truppe, währenddessen die Deutschen sehr erfahrene Truppen haben. Die erste Mission oder das erste Szenario heißt First Blood, beginnt um 0900 morgens am 23. Dezember 1942. Wir sollen Longstop Hill halten, also eine wichtige, strategisch wichtige Position, der auch Point 290 genannt wird. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Deutschen den einnehmen, sollen dann einen Gegenangriff durchführen, wenn die Deutschen sich an uns aufgerieben haben und so weiter. So sieht das hier folgendermaßen aus. Ich finde das Ganze, wie das sich darstellt, sehr, sehr schön. Wir haben hier so eine Art wirklich Mission Briefing. Das wird vielen von euch sicherlich gefallen. Ich finde es persönlich auch sehr, sehr stimmig und stylisch.
Hier unten links sehen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist unsere momentane Einheitenstatus. Wir haben hier also unsere Kampfstärke momentan am Anfang natürlich voll. Supply ist voll, Fatigue ist voll, Moral ist voll. Also im Grunde sozusagen, also die Kampfstärke, die Anzahl der Männer, die Verstärkungs- beziehungsweise also die Versorgungstruppen, beziehungsweise die Versorgung ist auch gut. Bin mal gespannt, wie sich das ändert. Weiß ich noch gar nicht so recht. Hier ist klar durch Verluste von Soldaten, aber hier weiß ich nicht, wie sich das auswirkt. So weit war ich im Spiel noch nicht drin. Die Ausdauer unserer Truppe, also ob sie ausgeruht ist oder nicht, und die Moral, ob sie also quasi mutig sind oder nicht, spielt alles eine Rolle und wird sich auch, so wie ich das verstanden habe, übertragen auf folgende Gefechte. Das heißt also, wenn ihr Männer verliert, habt ihr im nächsten Gefecht weniger oder weniger motivierte Soldaten, wenn die Verwundungen erlitten haben und so weiter und so fort. Wenn die, die können auch unter Umständen müde sein, je nachdem. Das werden wir alles sehen. All diese Sachen nehmt ihr von Schlacht zu Schlacht mit und deswegen ist es wichtig, dass man einfach mit seinen Ressourcen haushält, dass man verhindert, dass man zu krasse Verluste erleidet und letzten Endes dann früher oder später vielleicht an einem Punkt kommt, wo man feststellt, okay, ich kann die Kampagne neu anfangen, denn ich habe verkackt, ich habe nicht mehr die Kampfkraft, meine Männer haben keine Moral mehr, was auch immer. Ihr könnt theoretisch gesehen, wenn ihr wollt, natürlich eure Truppen in der ersten Schlacht gleich hart verheizen, um einen Sieg zu erzwingen, der eigentlich auf die Art und Weise hätte gar nicht sein müssen, aber das heißt, dass ihr eventuell dann in den späteren Schlachten, wenn ihr so weitermacht, dann einfach in irgendeiner Art und Weise ja verlieren werdet, weil eure Leute einfach nicht mehr können, nicht mehr genügend sind, weil sie nicht mehr wollen und so weiter. So viel dazu. Wir gehen weiter. Das ist hier nochmal quasi die Situationsreport, den hatten wir schon. Also wie gesagt, wir müssen an Longstop Hill den Feind aufhalten. Point 290 ist viel zu wichtig. Go! Das ist die momentane Gewichtung. Wir haben momentan feuchtregnerisches Wetter. Hier sehen wir unsere Reputation. Die ist ungefähr gleich mit dem Gegner. Unsere Kampfstärke, unsere Versorgung, unsere Ausdauer und Moral ist auch gleich. Trotzdem haben die Deutschen hier einen kleinen Machtvorteil, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass sie, die haben einfach die besseren Truppen. Trotzdem haben wir hier das größere Gelände. Das hier ist das Umkämpfte-Gebiet und das hier ist das Gebiet der Deutschen. So. Jetzt haben wir hier noch unsere Truppen, das sind unsere Hauptkampfverbände, das hier sind unsere Unterstützungsverbände. Ihr seht, pro Mission werden uns immer eine bestimmte Anzahl an Truppen hier zugesprochen. Wir können denen irgendwelche Perks geben, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Ding, der hat nochmal zusätzlich, dieses Bar-Team hat nochmal einen zusätzlichen Grenade-Launcher hier, den kann ich aber auch einfach entfernen. Kann den aber auch wieder draufziehen, wenn ihr wollt. Das ändert dann quasi hier die Ausrüstung der Truppe. Hier gehen wir mal drüber. Ihr seht dieses Bar-Team. Das ist ein Team, das zwar eigentlich, also ein ganz normales Infanterie-Team mit ganz normalen Gewehren, Garand-Gewehren. Wie ihr seht, 5 Stück haben die. Jede Einheit hat dann quasi eine bestimmte Anzahl an Ausrüstung. Ihr seht auch, die haben eine bestimmte Anzahl an Handgranaten. Die haben Rauchgranaten. Nur dieses Team halt ist deswegen ein Bar-Team, weil es ein automatisches Bar-Gewehr hat. Das heißt, die können ein bisschen Suppression Fire machen im Vergleich zu einem normalen Infanterie-Rifle-Team. Die haben das nicht. Die haben einfach nur 5 normale Gewehre. Sind ansonsten genauso viele Soldaten, haben aber einfach quasi dafür einen Granatlauncher, den sie auch abfeuern, aber der eigentlich hauptsächlich für den Kampf gegen Fahrzeuge gedacht ist. Trotzdem werden sie ihn einsetzen. Wir haben hier ein 4-Mann starkes Platoon, HQ, also unsere Kommando-Offiziere sozusagen. Ihr seht, die sind sehr gut trainiert, haben eine exzellente Moral. Das sind also die Jungs, die schon Weltkriegserfahrung haben. Die sind allerdings nicht ganz so kampfstark, wie es aussehen mag, denn auch das sind normale Menschen. Die sind zu wenige und sie haben hauptsächlich eigentlich so eine Art Buff. Area-Effekt, also die sollen einfach dafür sorgen, dass der Gegner, dass die verbündeten Einheiten einfach nicht so schnell wegrennen, dass sie einfach mit ein bisschen mehr Mut an die Sache rangehen und sich vielleicht auch wieder sammeln, wenn sie ihre Moral verloren haben. Dann gibt es neben den normalen Bar- und Rifle-Teams, wie ihr seht, dann auch noch sogenannte Kaliber 30 MGs. Die sind kleinere Teams mit 5 Mann, haben dafür halt quasi ein Kaliber 30, gut um Positionen zu verteidigen, werden wir brauchen. Dann haben wir noch hier beim Support die sogenannten Kaliber 30 HMG, also Heavy Machine Guns. Da seht ihr, die haben dann quasi ein richtig schweres Maschinengewehr. Das sind auch größere Trupps, die können auch dann wie so ein richtiges Maschinengewehrnest Gegner ordentlich einheizen. So, wir können auch, wenn wir wollen, hier die Truppen nochmal austauschen. Ich nehme jetzt hier mal so ein Rifle-Team raus
und nehme stattdessen hier in diesem Hauptkampfverband nochmal einen Mörser mit. Das können wir machen. Der kann dann aus großer Distanz wie so eine leichte Artillerie uns Unterstützung bieten. Ihr seht, wir können hier auch noch andere Sachen denen hier geben. Wir können zum Beispiel ein Salty machen, create an ad hoc unit arm for close combat against enemy infantry. Das machen wir jetzt an der Stelle nicht, weil da, wo wir jetzt kämpfen, werden wir eher nicht auf close combat rangehen wollen. Wir können, wenn wir wollen, ein Scout-Team erschaffen, das für uns aufklärt, machen wir auch nicht. Ein Tank-Hunter-Team brauchen wir diese Mission auch nicht und den Extra-Grenade-Launcher brauchen wir auch nicht. So, viel dazu, Leute. Das ist jetzt unser Team. Wir können uns auch anschauen, wie die aussehen. Ich habe ja gesagt, die Soldaten haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ihr seht, das ist hier zum Beispiel der Captain Stevens. Das ist der Kommandant der ganzen Truppe hier. Der hat sehr viel Erfahrung, wie ihr seht, also ist auch ein intelligenter Typ, hat eine gute Führungsfähigkeit und so weiter und so fort. Dann hat er noch seine Sergeants und diverse Privates, die zu seinem Team hier gehören, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wie ihr seht, die sind hauptsächlich quasi durch Intelligenz sich auszeichnen oder durch Stärke. Die anderen Platoons sind alle, Entschuldigung, das ist das HQ-Platoon, ups, das war einfach nur... Ach, das ist das Company Platoon? Okay, und das ist das HQ Platoon. Okay. Ja, ja, okay. Dann haben wir sie. Dann haben wir, also wie gesagt, die haben alle Namen, die haben alle verschiedene Eigenschaften, wie ihr seht. Und die verändern sich auch im Laufe der Kampagne. Also je nachdem, wie wir mit diesen Leuten kämpfen, je nachdem, wie wir sie behandeln, werden die mutiger, bekommen also mehr Moral oder weniger, werden eventuell auch mehr Erfahrung haben, dementsprechend besser oder halt auch schlechter. Alles Dinge, die wir berücksichtigen müssen. So, wir gehen jetzt da rein. Und starten damit jetzt hier die erste Mission. The Bloody First. So, das ist jetzt hier die Ausgangssituation. Das hier ist jetzt hier Point 290. Den müssen wir auf jeden Fall halten. Hier sind jetzt momentan unsere Leute verteilt. Ihr seht, das Spiel gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber es ist auf jeden Fall taktisch sehr, sehr hochwertig und strategisch ebenfalls. Wir müssen jetzt gucken, wie unsere Leute sich jetzt hier am besten bewegen, denn Terrain ist wichtig. Wichtige Positionen wollen gehalten werden. Diese Maschinengewehre können lockerflockig in diese Richtung schießen, allerdings behaupte ich mal, dass wir mehr als ein Kaliber 30 hier nicht brauchen. Deswegen würde ich jetzt am allerliebsten hier dieses Maschinengewehr, Moment, hier hin bewegen. Ihr seht, wir haben jetzt hier mehrere Sachen, die wir machen können. Wir können sie normal bewegen, dann gehen sie da hin und gehen suchen Deckung. Wir können sie sich schnell bewegen lassen, dann, also das ist gehen, das ist rennen. Wir können sie auch schleichen lassen, dann sind sie höchstwahrscheinlich für den Gegner nicht zu sehen. Ich sage absichtlich höchstwahrscheinlich, es ist schon möglich, dass sie gesehen werden, wenn sie einfach zu offen sind oder zu nah für den Gegner. Wenn keine Sichtdeckung da ist, dann kann man sie natürlich trotzdem gesehen werden auf kurze Distanz, aber es ist auch die langsamste Fortbewegung. Ich will es jetzt auf jeden Fall schnell machen gleich. Wir können einfach sagen, schieß in diese Richtung, das macht jetzt in unserer Situation hier keinen Sinn. Ihr seht auch quasi hier, diese Line of Sight wird hier durch diesen Hügel plötzlich unterbrochen. Die können dann plötzlich da nicht hinschießen. Das Grün wird plötzlich rot, weil hier dieser Hügel im Weg ist. Aber es kann gut sein, dass auf einer anderen Map da ein Busch ist. Und Büsche sind und erstmal undurchsichtig. Das kann sein, dass dahinter oder in diesem Busch Soldaten sind. Dann kann es durchaus Sinn machen, dass man auch mal einfach mal blind in einen Busch reinschießt, um den Gegner aufzuschrecken oder vielleicht sogar auszuschalten. Wir können sagen, verteidige in diese Richtung. Wir können sagen, mach einen Hinterhalt in diese Richtung. Dann verstecken sie sich, bis der Gegner auf 30 Meter rankommt und dann werden sie das Feuer öffnen und ihn hoffentlich ausschalten. So, aber in unserem Fall machen wir jetzt einfach hier mal einen Fast Move in diese Richtung. Wir haben jetzt hier momentan diese Bar-Truppe an dieser Stelle, die ich da gar nicht so gerne haben will. Ich schicke die jetzt hier mal sneakend dahin. Mal gucken, ob die das hinbekommen. Die Jungs hier haben hier schon eigentlich eine ganz, ganz passable Position. Ich sag, nee, die sollen da auch nicht hin sneaken. Die sollen jetzt erstmal in diese Richtung verteidigen. Hier haben wir jetzt momentan auch ein Rifle-Team. Dieses Rifle-Team deckt jetzt erstmal den Vormarsch unserer ganz weit hinten liegenden Truppen. Da ist unser Mörser. Der bleibt da. Diese Truppe hier will ich jetzt hierhin bewegen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Stellung hier. In diesem Bar-Team, falls ein Gegner über den Hügel kommt, können die dann unterstützen. Es geht ja eigentlich hauptsächlich, wie ich es so gerne nenne, um Raumdeckung. Du sorgst einfach dafür, dass der Gegner nicht die Möglichkeit hat, sich frei zu bewegen, frei zu flankieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. So, ihr geht jetzt noch dahin, bewegt euch schnell. Ne, warte mal, ihr könnt euch dahin bewegen, schnell. Ihr bleibt hier, ihr deckt nämlich diese Richtung hier ab, dann kann ich nämlich diesen Trupp hier, dieses Bar-Team, hier mal schnell darunter bewegen. Die bleiben hier ebenfalls. Was ist mit meinem Platoon-HQ? Das Platoon-HQ bewege ich jetzt auch mal schnell dahin.
Habe ich hier noch irgendwelche Truppen? Nein. Da oben sehen wir übrigens hier die Kampfkraft. Das ist so eine Kombination aus lebenden Soldaten und Moral. Wenn die zu tief sinkt, gewinnen wir. Oder wenn unsere zu tief sinkt, dann verlieren wir. Soldaten, die natürlich tot sind, die sorgen dafür, dass sie oder verwundet sind, die kommen nicht wieder. Es kann aber auch sein, dass es sich wieder hochregeneriert, wenn die Moral wieder steigt. Wir starten das Ganze jetzt und gucken, was passiert. Warte mal, wir können auch hier mal, wie ihr seht, hier das hier anmachen, so als Höhenhilfe, um zu sehen, wie ist eigentlich jetzt wirklich hier die Höhe. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, los geht's. Die nehmen jetzt hier die Befehle oder führen die Befehle aus. Ich kann auch jederzeit, wenn ich will, Pause machen. Was wichtig ist, um Befehle zu geben, um sich verändernde Situationen quasi anzupassen. Und jetzt haben wir den Feind hier schon gespottet. Ihr seht jetzt hier, diese Truppe hier ist unsichtbar. Und dafür schießen jetzt die da hinten und drängen die zurück. Jetzt gucke ich mal, was jetzt hier mein Mortar macht. Wo ist er denn? Mortar. Der Mortar kann jetzt hier schon mal das Feuer eröffnen. Er nimmt jetzt hier Ziel. Man sieht das auch hier mal an diesen Zeichen hier. Auch hier, wenn die dann Ziel nehmen, dass die dann zielen und dann, also Targeting und dann Aiming und dann schießen sie. Hier sind nicht zu sehen, hier sind auch nicht zu sehen. Trotzdem wurden diese Richtung geschossen, hauptsächlich wegen denen da. Und ich setze jetzt hier weiter unter Druck. Jetzt hoffe ich mal, dass mein Mortar hier auch gleich mal was treffen wird. Der ist immer noch am Targeten. Da rückt jetzt der Feind hier ein bisschen vor. Das Problem ist mit den Mörsern, die sind sehr, sehr unzuverlässig, was das Treffen angeht. So, ihr rückt jetzt hier hart an diese Position. Weil eigentlich würde ich sie erstmal schnell hierhin bewegen. Ach nee, das ist das Platoon-HQ. Das soll jetzt erstmal hier bleiben. Okay. Das heißt, ich kann jetzt euch hierhin bewegen. Die haben sich jetzt hierhin bewegt. Die decken jetzt ihre Bewegung, falls der Feind jetzt irgendwie von hier kommt. Hier kann ich mit den Jungs jetzt mal eine schnelle Bewegung dahin machen, denn ich will ja wissen, was da kommt. Die Position hier mit diesem Maschinengewehr hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne hier besetzt. Ihr wiederum rückt jetzt da runter. So, Move completed, sehr gut. Noch haben wir nichts getroffen, wir haben jetzt den Gegner eigentlich nur unter Suppression Fire gesetzt. Die werden jetzt übrigens ja auch gesehen. Haben auch schon einen Verlust erlitten, wie ihr seht. Dieses Bar-Team hat leider schon Verluste. Und jetzt hat der Gegner hier es geschafft, das hier einzunehmen. Und jetzt haben wir Kontakt, wie ihr seht. Jetzt können wir mal gerade hier nochmal das hier anmachen, um zu sehen. Aha. Da wurde es hier wieder einer getroffen. Also die sind jetzt hier gerade eben alles andere als safe. Das heißt, ich lass sie mal lieber wieder hier zurückschleichen. Ihr Leben ist nämlich jetzt gerade eben hart in Gefahr. Ich könnte jetzt hier den Mortar einsetzen, um ihnen nochmal ein bisschen zu helfen. Und der Feind hier ist jetzt eigentlich der dringendste. Sagen wir es mal so. Kann ich hier ganz schnell dahin rücken. Das ist ihnen allerdings hier gerade eben zu gefährlich. Wie ihr seht, die weigern sich an der Stelle. Die wollen da nicht hinrennen. Ja doch, jetzt tun sie es. Okay. So, das ist mein Platoon-HQ. Da scheint kein Gegner zu sein. Ich schicke die jetzt mal dahin. Und jetzt findet hier das harte Feuergefecht statt. Und jetzt kann ich denen hier sagen, flankiert die mal aus. Gebt denen mal ordentlich eine mit. Wenn die so wahnsinnig sind. Genau, den haben wir jetzt hier ausgeschaltet. Der hat es hinter sich. Der Trupp hier. Übrigens, falls es hin und wieder mal ruckelt, na, denkt dran, das Spiel ist noch nicht final, das ist noch vorm Release, es ist noch im Beta, also offiziell noch in einer Beta. Ich bitte das zu berücksichtigen. Ich gehe davon aus, dass das dann alles dann weitgehend funktionieren wird, wenn es dann soweit ist. Ihr sneakt jetzt mal dahin, währenddessen ihr für mich jetzt mal diese Position hier mal ersneakt. Währenddessen wir jetzt hier schon quasi ein hartes Feuergefecht haben. Wir haben aber den Gegnern jetzt hier schon ordentlich eingeheizt, wie ihr seht. Oh, da kommt jetzt hier was. Warte mal, wir gucken uns gerade mal an, wie das jetzt hier aussieht. Ich kann die jetzt mal hierhin schleichen lassen. Hier müssen sich jetzt hier wieder zurückziehen. Was macht der Mortar? Der Mortar schießt immer noch dahin. Das
Damit ich, dass der Mortar mal dahin schießt. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, diese Position zu halten. Viel mehr müssen wir eigentlich gerade eben gar nicht tun. So, mit euch gehe ich jetzt mal schnell dahin. Gucken uns mal den Höhenunterschied an. Hier haben die dann Deckung, wenn ich sie jetzt hier hinbewege. Ah ne, ich lasse jetzt hier hin rennen. Warte, hier hin rennen, dann kann ich sie da hochschleichen lassen. Das HQ-Team lasse ich einfach da, wo es ist. Dass sie das jetzt hier eingenommen haben, ist gar nicht so wichtig, ne? Das hier ist der wichtige Point. Den dürfen wir nicht verlieren. So, die sind jetzt da. Jetzt schicke ich sie da hoch. Ah, nicht ganz so hoch. Ah, mach doch, was ich will. Genau, das da, das ist gut. Da muss man immer ganz genau drauf achten, was man eigentlich da machen will. Ihr seht auch, die Männer kämpfen von alleine, die schießen von alleine. Halten die jetzt hier auf Distanz, währenddessen sie versuchen, es hier vorzurücken. Und die Höhe der Position ist für uns jetzt hier natürlich auch massiv vorteilhaft. Da hat es der Mortar gerade eben mal wieder nicht getroffen. Oh, da haben wir jetzt hier Kontakt, wie wir sehen. Also rücken wir jetzt hier schnell hoch. Und setzen diesen Feind jetzt hier mal unter Druck. Ihr könnt jetzt schon mal auf die da schießen, feuerfrei. Die setzen jetzt hier flankierend unter Druck. Da hat es jetzt auch hier Gegner, aber ihr seht, auf die kommen wir nicht drauf. Da müssten wir näher ran. Aber wir kommen auf die drauf. Das heißt, diese Position hier kann jetzt momentan von uns hier gerade eben ignoriert werden. Wichtig ist halt, dass man diese ganzen Positionen absichert. Dass der Gegner hier nicht die Möglichkeit hat, hier sich frei zu bewegen. Der Mörser ist immer noch am Laden, der trifft hier gerade eben nicht viel. Aber vielleicht können wir diesen Mörser dahin halten. Hier wieder seht ihr auch andere Granaten rum. Das sind die Gewehrgranaten, also die Grenade Launcher der Gewehre. Ihr seht auch, mit einer gewissen Zeit werden wir gewinnen. Ne? Wir können auch über die Zeit gewinnen. Momentan sieht es für uns gut aus. Da haben wir jetzt hier plötzlich hier Feindkontakt. Können wir da irgendwas machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr da was machen? Ne, die haben auch keine Line of Sight. Es geht immer schnell dahin. Hier öffnet ihr das Feuer in diese Richtung. Könnt ihr nicht. Okay, warte mal, dann geht ihr mal schnell dahin. Wir haben einfach keine Line of Sight hier. Sneakt ihr mal hinter diesen Felsen, um den hier mal Druck zu machen. Es geht eigentlich nur darum, die Position zu halten, ne? Ihr seht übrigens, der eine Typ ist noch nicht tot, ne? Der gilt als verwundet. Kann ich da irgendwas hinwerfen? Ich kann eine Smoke Grenade hinwerfen. Oder auch nicht. Kann ich auf die da eigentlich wirken? Ne, da ist keine Line of Sight. Doch, da ist eine Line of Sight. Feuer. Habe ich eigentlich noch Truppen, die irgendwo hinten völlig nutzlos sind? Ja, die decken das jetzt hier gerade eben. Oh, da haben wir jetzt hier gerade eben einen Treffer erlitten. Das ist nicht so gut. Das heißt, ich lasse sie mal wieder runterschleichen. Die Position ist hier gerade eben nicht leicht zu halten. Und jetzt seht ihr auch schon, ne, diese Männer, die machen jetzt hier teilweise Quatsch, ne? Also die sind jetzt verängstigt, separated, wie ihr seht, durch ihre sehr, sehr dusselige Aktion. Aber die HQ-Truppen müssten ihnen eigentlich jetzt hier gleich sagen, dass sie ihre Position bitte und ihre Befehle bitte wieder befolgen sollen. So, den hier anzugreifen wäre eigentlich sehr geil, aber ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Ich schicke die jetzt mal schnell dahin. Vielleicht, oh warte mal, jetzt kann ich die vielleicht doch noch ausflankieren. Feuer. Also ein riskantes Manöver, da jetzt hochzugehen. Aber jetzt sehe ich sie, feuerfrei. Wir haben Greenlight.
Wenn ich Glück habe, treffe ich einen. Das kann auch schon reichen, um ihre Moral zu brechen. Aber noch habe ich keinen getroffen, weil unsere Leute einfach zu schlecht sind. Das ist ein MG-Nest, das heißt, wir sollten uns hier wieder runter zurückziehen. Hier beschießt sich gerade im MG-Nest mit MG-Nest. So, was ist jetzt mit den Jungs hier? Wie viele sind das noch? Es sind noch 4 offiziell, die jetzt noch am Ambushen sind. Der hat sich gerade eben das Feuergefecht mal so ein bisschen jetzt hier entspannt, aber ihr seht, der Gegner hat auch schon ordentlich gelitten. Kann ich die mal dahin schicken? Sneaky dahin, um in diese Richtung zu wirken. Weil die decken das ja nicht ab. Ich muss jetzt hier nicht über diesen Hügel drüber gucken, das wird ja von der Position hier gedeckt. So, fast da runterwärts. Vielleicht kann ich die ja ausflankieren in irgendeiner Art und Weise. Oh, die bekommen sich auch beschützt gerade eben. Fast dahin. Da drüben halten wir den Gegner immer noch unten. Was macht eigentlich mein Mortar? Der macht gerade eben gar nichts. Also sagen wir mal, dass er was tun soll. Wir haben jetzt leichte Verluste. Ich hoffe mal, dass ich die hier rausnehmen kann, weil die hinteren können nur deswegen schießen, weil die ihnen zum Beispiel jetzt hier eine Line of Sight bieten. Ne? So, jetzt geht ihr mal dahin. Fast. Oh, da kommt Kontakt, wie ihr seht. Feindkontakt aus der Richtung. Aber die laufen jetzt hier gleich voll ins Maschinengewehrfeuer rein. Und das sind alles so läuft, wie es geplant ist. Jetzt schicke ich mal die hier hoch auf diesen Hügel. Ganz vorsichtig. Den hier haben wir erwischt, sehr gut. Mortar, komm. Versuch mal den jetzt hier mal rauszunehmen. Ich weiß nicht, warum der Mortar da gerade eben gar nichts macht. Ich weiß es nicht. Mortar ist untätig. Müsste eigentlich was machen, tut's aber nicht. Auch zu sagen, Defending, du sollst jetzt einfach da hinschießen. Fire! Ich weiß nicht, warum der Mortar gerade eben nichts macht. Das hat er noch nie gemacht. Feuer. Ich habe klare Line of Sight. Feuer, ihr ebenfalls. Müsste eigentlich möglich sein, die auszuschalten. Ihr seht, dass die normalen Gewehrtruppen eigentlich eher so für den Nahkampf gedacht sind. Währenddessen die anderen Truppen dann eher so für, also für die Maschinengewehre eher so wirklich für den Fernkampf gedacht sind. So, jetzt bewegt euch mal dahin. Vielleicht kann ich hier flankieren. Aus irgendeinem Grund treffe ich hier nicht. Und ich würde echt gern wissen, was mein Mörser da gerade eben tut. Sneak. So. Mörserchen. Ich habe dich extra mitgenommen dafür, dass du hier schlimme Dinge tust. Move fast mal dahin. Bin mir nicht sicher, ob wir gerade eben was getroffen haben oder ob wir getroffen wurden. Ich habe nur gehört, dass es da irgendwie einen Treffer gab. Na, die werden hier nichts machen können. Die werden höchstens mit dir was machen können, aber das ist mir dann hier wiederum zu offen. Aber, wenn ich jetzt gleich hier bin, kann ich dir vielleicht unter Feuer setzen. Jetzt sag ich mal fast. Und Feuer öffnen. Da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, hier, wie ihr seht, Feuer zu öffnen.
es wäre sogar schlauer eigentlich, glaube ich, jetzt einfach nur hier zu bleiben und zu ambushen. Weil die machen jetzt hier Licht. Das können wir auf die draufhalten. Das ist meistens sogar sehr viel besser. So, lieber Morta. Dann bau mal auf. Dein Typ wird gefragt. Hier wäre es jetzt echt gut, wenn du hinschießen würdest. Okay, warte mal, sollen wir die Fans. Ich habe keine Ahnung, warum die ihren Mörser nicht benutzen. Vielleicht ist er auch kaputt gegangen oder sowas, ich weiß es nicht. Aber ich wüsste nicht durch was. Auf jeden Fall, ihr seht, der Gegner verliert immer mehr an Moral. Wir scheinen einigermaßen gute Positionen gewählt zu haben. Ihr fordert doch wieder. Können wir mal beobachten, ob sich da jetzt irgendwas tut. Da rennt es hier irgendwann total psychotisch rum. Das wird für den auch nicht gut enden, wenn er so weitermacht. Die schießen jetzt ebenfalls. Da wird wieder irgendwo was getroffen. Die sind nicht zu sehen. Aber weiter vorrücken wäre jetzt auch absoluter Wahnsinn mit dieser Truppe. Was jetzt noch clever wäre, die sind hier gerade eben nicht zu sehen. Warte mal, mach jetzt mal einen Fast Move darunter. Vielleicht kann ich hier jetzt ein Kreuzfeuer veranstalten. Da schnell hin. Beziehungsweise Sneak. Und dann in diese Richtung draufhalten. Wir haben auch nochmal irgendwie jetzt gerade eben Leute verloren. Ich weiß nicht genau wo. Die sind jetzt hier stark unter Druck. Und die sind zu gut in Deckung hier gerade eben. Okay, jetzt schicke ich die mal schnell dahin. Dann können die vielleicht hier noch quer reinhalten. Mhm. Feuer. Na, die halten eigentlich hauptsächlich gerade nur diese Position. Die sind jetzt hier gerade eben nicht zu sehen. Die schießen gerade eben auch nicht. Ich schicke die jetzt hier mal ganz schnell darunter. Vielleicht kann ich den Gegner flankieren. Ihr seht, hier habe ich auch schon wieder ein paar Verwundete. Aber es könnte jetzt echt wichtig werden. Dann kann ich es, ja, die sind einige jetzt hier bewusstlos. So, die sind jetzt hier in Position. Und jetzt sneakt, ja nee, das ist eigentlich zu hoch an der Stelle. Jetzt sneakt ihr mal dahin. Ich weiß gar nicht, wie. Das sind die meisten von denen, sind noch einsatzfähig. Okay, und hier auch die meisten. Ich bekomme halt einfach gerade eben keinen Zugriff auf diese Positionen. Die machen gerade eben gar nichts, was ich so ein bisschen lästig finde. Vielleicht kann ich mit dem MG was erreichen, wenn ich die jetzt hier schnell hinbewege. Es ärgert mich halt gerade eben total, dass der blöde Mörser einfach nichts tut. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch nur eine bestimmte Anzahl an Munition hat. Kann durchaus sein, aber dann weiß ich, das hätte ich halt dann gerne gewusst. Da haben wir jetzt Kontakt. Okay, wie komme ich da jetzt am dümmsten ran? So, die sind jetzt hier nicht zu sehen. Der Gegner wiederum schon. Und hier aus könnte man theoretisch draufhalten. Habe ich denn eine Line of Sight? Nein, habe ich nicht. Oh, da hat es tatsächlich einen Feind.
Können die auf ihn draufhalten? Das MG-Nest ist schon da. Jetzt bringe ich das MG hier hin. Schnell. Wir gehen jetzt hier schnell runter oder schleichen runter. Komm schon, fast. Go, go. Fast dahin. Oder nee, eigentlich eher sogar noch fast dahin. Ich will jetzt hier richtig schon ausflankieren. Ja, ihr seht, die Gefechte können auch ordentlich lange dauern. Da hat sie auf einmal Kontakt. Und jetzt geht ihr ein Stückchen weiter hoch. Genau, jetzt könnt ihr da hinschießen. Feuer! Oh, da hat gerade jemand umgehauen. Die werden jetzt tatsächlich beschossen. Sneak. Da fliehen auf jeden Fall jetzt noch mehr von denen. Ich lasse sie mal da runterschleichen, um dahin zu gehen. Dann kann ich vielleicht die von hinten angreifen. Macht das MG jetzt mal irgendwas? Sneakt mal da hoch. Ihr sneakt jetzt mal ein bisschen höher. Ich will jetzt halt nicht unbedingt diesen Sieg unbedingt erzwingen, um jetzt hier am Ende... Oh, der ist jetzt weit oben. Das war ein Fehler vom Gegner. Der Kollege, der könnte es dann gleich hinter sich haben. Jetzt lasse ich die mal schnell hier hingehen. Eigentlich haben wir schon so gut wie gewonnen. Oh Gott, Sneak, runter. Wir haben Kontakt. Feuer frei auf die. Oh, das war eine Granate. Das war nicht so gut. Aber die haben jetzt ausflankiert. Granate ist auch da gelandet. Komm schon. Ah, und jetzt verliere ich eine Einheit. Schwierige Situation ist da. Ich verstehe ja nicht, warum die da nicht hinhalten können. Schießt doch dahin, ihr seht die doch. Oh, jetzt machen die selbstständig was. Die sind jetzt gebrochen, die rennen jetzt hier weg. Das könnte das Ende dieses Platoons bedeuten. Was ist mit euch hier? Habt ihr da eine Line of Sight? Habt ihr da eine Line of Sight? Nein, ihr habt irgendwohin eine Line of Sight. So, ihr sneakt jetzt dahin, ihr sneakt jetzt nochmal ein bisschen höher. Habt ihr da überall so ein bisschen Möglichkeiten? Eskaliert hier gerade eben schon echt krass, ne? Jetzt bewege ich hier meine HQ-Truppe noch dahin. Hat auch nicht zu sehen an der Stelle. Oh, und da haben wir jetzt auf einmal Kontakt, wie ihr seht. Da ist ein MG. Wir können das jetzt hier unter Feuer nehmen. Feuer. Ich kann nur hoffen, dass wir die jetzt hier so stark unter Druck setzen, dass die gleich keinen Bock mehr haben. Wir haben jetzt hier natürlich auch ein paar Verluste, aber... Solange der Gegner jetzt hier gleich aufgeben sollte, was ich stark hoffe. Da haben wir jetzt hier gerade eben nochmal jemanden getroffen. Also ihr seht, das Vorstoßen war nicht das Cleverste, was wir hätten tun können. Es kann jetzt eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis jetzt endlich hoffentlich mal keine... Lust mehr haben.
Da rückt gerade eben noch mal jemand vor. Sneak. Feuer frei. Die haben leider einfach überhaupt keine Line of Sight. Hier sind auch noch Truppen, die sehen wir nicht. Aber das Gefecht sieht momentan eigentlich ganz gut aus. Oh, der gibt es hier auf. Ihr rennt jetzt da runter. Schnell. Denn der Feind macht jetzt hier gerade eben einen entscheidenden Fehler, habe ich so den Eindruck. Fast. Dahin. Was auch immer der Trupp gerade eben macht, das soll er gar nicht. Go, go, go. Oh, wir haben es geschafft. Der Gegner ist geschlagen. Hui, am Ende war es noch ein bisschen chaotisch. So, Captain, the battle ended because enemy morale broke and we captured an additional objective. The fighting ended in a stalemate. Your casualties were heavier than expected. Wir haben insgesamt 3 Tote, 24 Verwundete und damit insgesamt 27 Leute verloren. Der Gegner hat auf jeden Fall auch einiges verloren. Wir können uns jetzt hier die Soldaten angucken. Ihr seht, das hat natürlich alles Effekte auf sie. Hier das First Platoon ist auf jeden Fall voll am Start gewesen. Dieses hier hat eine Menge Verwundete unterschiedlichster Stärke erlitten. Und das heißt, dass sie natürlich jetzt hier auch, wie ihr seht, entsprechende Erfahrungen gemacht haben, dass sie allerdings auch ein paar Sachen verloren haben, ihre Stärke zum Beispiel verloren haben. Der Kollege hat jetzt zum Beispiel Moral verloren und so weiter und so fort. In Abhängigkeit dessen, also wie schwer es sie am Ende getroffen hat. Auf jeden Fall haben sie auch Erfahrung gewonnen. Und das alles fließt jetzt hier in dieses Spiel mit ein, liebe Leute. Ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Nummer. Wenn ihr wollt, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei und denkt daran, das Spiel kommt am 3. Oktober raus, ist auf Steam erhältlich, ihr könnt es aber auch günstiger auf Gamesplanet kaufen über meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus, ihr haut rein, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal, ne, schöne Zeit, bis dahin, tschüssi und ade.